Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich zeige euch, wie die Christen selbst davon überzeugt sind, dass der Bibel ein Märchenbuch ist, indem sie ihre Bibel behandeln, als ob von einem Henny- und Nenny-Buch die Rede wäre. Lass uns mal loslegen. Das ist wirklich ganz, ganz schlechte Werbung. Wenn man sich aufmacht, um über die Religion anderer zu urteilen, sollte man den Respekt und die Sorgfalt mitbringen, die nötig ist, um der Sache auch gerecht zu werden, sonst macht ihr euch doch unglaubwürdig. Respekt? Hast du eigentlich selber Respekt von deinem sogenannten Gotteswort? Lass uns mal anschauen, wie respektvoll er selbst mit seinem Bibel umgeht. Der Moralprediger fordert Andersgläubigen, die Bibel respektvoll zu behandeln, aber selbst bestückt er seine Videos mit Disco-Musik. Wie respektvoll. Aber es wird noch besser. Laut Matthäus hatte Jesus sogar seine Jünger angestiftet zum Klauen. Lass uns mal zusammenlesen. Als sich Jesus mit seinem Begleiter Jerusalem nahen und nach Bifang am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geh in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr ein Eselin angebunden finden und ein Pfohlen bei ihr. Binden sie los und bringen sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Und meine Frage: Ist das nicht Anstiftung zum Klauen? Nein. Ist das nicht Anstiftung zum Klauen? Nein. Schämst du dich eigentlich gar nicht, Andersgläubigen aufzufordern, mit deinem Bibel respektvoll umzugehen, und du selbst machst ein Comedy-Show draus? Merkst du eigentlich gar nicht, dass du deine Bibel lächerlich machst? Oder ist das vielleicht eine Art Ablenkung, weil du gar keine Antworten hast? Also wenn du Moralpredigen tust, musst du erstmal verstehen, was Moral heißt. Lass uns mal seine Scheinargumenten mal anschauen. Also jetzt soll der Herr Jesus nicht nur gelogen haben, sondern auch zum Diebstahl angestiftet. Er soll seine Jünger zum Diebstahl angestiftet haben. Also Mr. Sohn des Islam schreckt wirklich nicht zurück, auch so etwas vorzubringen. Versteht die Welt nicht mehr. Unglaublich. Dabei könnte es doch sein, dass der Herr Jesus den Besitzer, die Besitzerin dieser Eselin persönlich gekannt hat. Schickt seine Jünger voraus, durch sein prophetisches Vorauswissen. Hat er gewusst, dass da eine Eselin ist, auch wo sie ist, wem sie gehört. Und wenn sie dann jemand anspricht, soll sie sagen: Der Herr braucht sie. Also, wie respektvoll. Anstatt mal zu klopfen und den Besitzer um Erlaubnis zu fragen, nein, man geht einfach mal hin und nimmt einfach mal das, was ihm nicht gehört, mit. Besteht die Möglichkeit nicht, dass der Besitzer nicht damit einverstanden ist? Nein, gell? Auf keinen Fall, wie auch. Stelle euch mal vor, du stehst auf, um mit deinem Auto arbeiten zu gehen. Und dein Auto ist nicht mehr zu finden. Was wirst du dann machen? Ich glaube, jeder Mensch, der seinen gesunden Menschenverstand benutzt, wird automatisch zu Polizei gehen und eine Anzeige erstatten, dass sein Auto geklaut worden ist. Oder vielleicht der Besitzer war auch ein Prophet und durch seine prophetische Vorwissen weiß, dass Jesus seine Esel ausgeliehen hat. Wer weiß, laut dem Alten Testament, die Propheten waren auserwählte Menschen von Gott, so wie Abraham, David, Moses und so weiter.
Laut Neuer Testament, jeder Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger, der nichts zu tun hat, nannte sie selbst als Apostel. Markus, Lukas, Johannes, die nicht einmal aramäische Sprüche können, so wie Jesus gesprochen hat, haben sie irgendwas in der Bibel reingeschrieben und haben sie selbst zu Apostel ernannt. Oder Paulus, Jesus noch nie gesehen hat. Ja, ich habe eine Vision und ich habe Licht gesehen und ich habe ein bisschen Lügen erzählt und ein bisschen in der Bibel geschrieben und ich bin auch Apostel. Matthäus wollte tatsächlich den Juden zeigen, als er dieses Evangelium geschrieben hat, schaut mal, Jesus hat sogar seine Jünger zum Diebstahl angestiftet. Matthäus wollte zu den Juden, welche Juden, bitteschön? Matthäus hatte griechisch gesprochen, griechisch geschrieben. Nein, Matthäus hatte alles geschrieben, was ihm gefällt, weil es nämlich für die Heiden waren. Und die Heiden haben eh sowieso an viele Götter geglaubt. Das war gar kein Problem für die Heiden. Was für Juden, bitteschön. Und den Heiden, die haben genau so geglaubt wie du. Lass mich kurz mal beweisen, dass du selber ein Heide bist. Also Apostelgeschichte, Kapitel 14, 8 bis 15. Das kannst du mal durchlesen. Das Wichtigste ist, oder das Zusammenfassung, dass Paulus angeblich der selbsternannte Apostel, angeblich irgendjemand, der gelähmt war, hat er ihn geheilt. Und jetzt kommt deine Heiden, dein Heidentum. Als die Menge sahen, was Paulus getan hat, fingen sie an zu schreien und riefen, die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Kommt dir das bekannt vor? Glaubst du nicht selbst, dass Gott in Jesus inkarniert hat? Das ist der heidnische Glaube. Die glauben, dass die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Das ist genau das, was du daran glaubst. Also die Götter, laut Christentum, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Der Vater hat sich inkarniert in Jesus. Das ist doch heidnische Glaube. Dass Mr. Sohn des Islams diese einfache Lösung nicht mal in Betracht zieht, ja, ist einfach unglaublich, sondern diesen drastischen Schritt geht und versucht dem Herrn Jesus so einen, also. Ich glaube, du hast den Versen gar nichts gelesen. Wenn du die Versen gelesen hättest und dabei deinen Verstand eingeschalten hättest, da wärst du selber überzeugt, dass es Diebstahl war. Lass uns mal anschauen. Und jetzt, lass uns mal annehmen, dass Jesus ein Esel gebraucht hätte. Und jetzt lesen wir mal zusammen. Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr eine Eselin gebunden finden und ein Pfohlen bei ihr. Binden sie los und bringen sie zu mir. Also wenn Jesus jetzt mal angenommen eine Esel ausleihen wollte, warum hat er die Eselin und den Pfohlen bestellt? Wollte er vielleicht mit einem Fuß auf die Eselin setzen und der andere Fuß auf den Pfohlen? Denk einfach mal nach. Und dann geht's weiter. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, also hier spricht nicht von der Besitzer, wenn irgendjemand euch zur Rede stellt, was heißt es? Dass die sozusagen den Nachbar von dem Besitzer, keiner von denen kennt weder Jesus noch seinem Jünger. Weil jeder, der Jesus kannte, der kann auch seine Jünger, problemlos. Die waren ja Tag und Nacht mit ihm zusammen. Also, wenn jemand euch zu reden stellt, dann sagt er, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Also in eine Art Ausrede.
Ist es nicht Anstiftung zum Diebstahl? Denkt einfach mal nach. Aber jetzt möchte ich zu einem zweiten Punkt kommen, nämlich zu einer alttestamentlichen Prophezeiung. Und zwar ist dieses Ereignis, dieser Einzug auf der Eselin des Herrn Jesus nach Jerusalem, das wurde prophezeit. Prophezeit? Jetzt kommt was zum Lachen. Lass uns mal hören, die Prophezeiung. Propheten Zachariah. Und zwar im 9. Kapitel, Vers 9 und Vers 10. Zacharias, Kapitel 9, Verse 9 und 10. Dort wird beschrieben, dass ein König nach Jerusalem einzieht. Habt ihr alle gehört? Also, bei Zachariah wird prophezeit, dass ein König auf einen Esel reitet. So, Jesus hatte ja einen Esel geklaut. Was ist die logische Schlussfolgerung? Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Wow, jetzt kommt meine Frage. Seit wann war Jesus jemals König? Wisst ihr, das ist die Logik der die Christen. Also bitte versucht das nicht zu verstehen, weil er gar keine Logik ist. Also Wort Prophezeiung, dass ein König auf einem Esel nach Jerusalem reitet. So, Jesus war gar kein König. Matthäus sagte, er hat einen Esel geklaut. Also, was ist dann die christliche Logik oder Schlussfolgerung? Es wurde von Jesus gesprochen. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Wow, Mensch, das habe ich gar nichts erkannt. Also jeder, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet, dann ist er ein König. Und gleichzeitig wurde sogar die Prophezeiung erfüllt. Josef, du bist echt armselig. Diese griechischen Menschen, also Lukas, Matthäus und so weiter und so fort, alles was die gemacht haben, die haben den Alten Testament gelesen und dann haben sie uns erzählt irgendwas vom Alten Testament bezogen auf Jesus. Also, jemand ist zum Park gegangen, spazieren gegangen, im Alten Testament. Was sagen sie uns jetzt, Matthäus, Markus und Lukas? Das war Jesus. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und weil Jesus ja König der Juden war, haben ihn auch die Juden wie König behandelt. Ins Gesicht gespuckt, einen aufs Maul gegeben, ihm aufgehängt auf einem Kreuz und quallos sterben lassen. Das ist doch logisch, oder? Aber das wird ja noch interessanter, was der christliche Logik angeht. Lass uns mal weiterhören. Der Aufmerksamkeit, das man lenken möchte, ist, was der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, falls sie angesprochen würden. Sagt, der Herr braucht sie, also die Eselin. Der Herr braucht sie. Und meine Frage ist jetzt, was meint der Herr Jesus, wenn er ihnen sagt, der Herr braucht sie? Wir haben hier prinzipiell nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Ehrentitel, das griechische Wort hier, das verwendet wird, heißt Kyrias, heißt Herr, Gebieter, Meister, so etwas kann es heißen. Aber die zweite Möglichkeit ist, dass es eben auch ein Titel Jahwes ist. Die Juden pflegten damals, also die vermieden es, den alttestamentlichen Namen Jahwe zu verwenden und sagten Adonai. Und Kyrias, das ist die griechische Übersetzung, oder? Ja, Übersetzung dieses Wortes Adonai, Herr. Und Adonai war ein Titel Jahwes. Warum sagt der Herr Jesus den Jüngern nicht, wenn euch jemand fragt, sagt, unser Herr braucht sie? Warum sagt er, der Herr